Bist du bereit? Ja. Meine Damen und Herren, sehr schön, hallo zu Green Dawn. Willkommen in den epischen Landen von Care. Und an meiner Seite wieder der Simon. Der beim Abnippeln ist von dem abartigen Gegner da. Hallo. Genauso wie der Hellhound und unsere anderen Freunde. Gib mal diesen Kamlatis da aufs Maul. Okay, jetzt sehr schön. Insta episch unterstützen. Ja, wir sind in Fort Econ letztes Mal angekommen, obwohl das Mal eigentlich schon. Und sind jetzt auf der Durchreise und wetzen weiter Gegner. So viel zu meinem Storyverständnis. Der Simon wird die Story jetzt nochmal kurz zusammenfassen. Ja, allzu viel gibt's nicht mehr zum Erzählen. Wir sind jetzt da im letzten Teil des Spiels. So viel sei mal schon verraten. Wir sollen weiterhin eben natürlich da diesen Kuton-Clan stoppen, dass die da diese furchtbare Beschwörung da machen in der Nekropole und was er sieht, das Obermonster oder das Mother Brain quasi von Aether-Welt da beschwören. Das wollen wir natürlich nicht, weil das halt schlecht ist für die Menschheit, ganz klar. Und ja, sollen uns halt jetzt da durch diese Planes of Strife durchkämpfen, um das Rift Gate frei zu kämpfen. Damit dann der Wetterkreisen Ulgrim sich mit seinen Truppen dann hinbeamen kann und uns unterstützen kann. Keine Ahnung, warum man uns bei den Planes of Strife nicht unterstützen kann, aber er kann es halt nicht. Der Ulgrim. Das müssen wir jetzt einfach mal so hinnehmen, dass der da jetzt im Fort da ein bisschen gemütlich da und mal dumm sitzt und wartet, bis wir da die Drecksarbeit erledigt haben. Ein bisschen Eier schaukeln, bis wir dann zurückkommen von unseren epischen Tatberichten. So ist er halt manchmal, der Ulgrim. Der Angrim wäre ja da ganz anders. Der wäre halt schon dabei gewesen. Tage. Ja. War schon wieder der Boss. Andere, der Dr. Sommer, der wäre schon dabei. Dem hätte man nur einen Hut spendieren müssen und schon wäre es abgegangen. Und das können wir ja jetzt, weil jetzt können wir immer mehr Items lagern, da wir gesehen haben, dass die Truhe veränderbar ist. Dank dem geilen Feature, was wir letztes Mal nur entdeckt haben, ja. Wer hat das eigentlich entdeckt? War das jetzt Zufall oder was? Ich habe einfach geschaut, was das für ein Item, für ein Dings da ist auf der linken Seite. Mir ist es noch nie aufgefallen. Meiner Meinung nach ist es auch ziemlich unauffällig. Ich finde es vor allem komisch, dass es bei der Transfer-Sache ist. Dass man das Transfer-Inventar verbessern kann und nicht das eigene Inventar. Wie das eigentlich bei jedem anderen Spiel machen kann. Wie ist es bei Titan Quest? Weiß ich gar nicht mehr. Da war, glaube ich, der große Übergangsbereich und die Personal-Truhe, die war halt relativ klein, gell? Nein, die Personal-Truhe, die hat mir also ausbauen können. Da hat man vorher, glaube ich, nur ein Drittel zur Verfügung gehabt, dann hat man die anderen Drittel der Reihe nach freigeschalten. Mit Geld. Ja, genau, stimmt. So war das. Hast du die Truppen da rechts auch gerade nicht angreifen können? Ja. Achso, weil das Black Legion ist, okay, das sind, glaube ich... Das sind mit uns beiden, glaube ich, positiv gesinnt, ja. Ein Wahnsinn, dass wir das auch nochmal erleben. Die haben halt irgendwie ihre Camps. Ich habe weiterhin auch noch die Quests offen. Mir ist mir jetzt aufgefallen, wenn ich im Singleplayer, glaube ich, starte mit dem Charakter, wenn ich mich jetzt nicht getäuscht habe, da schauen die Quests irgendwie komplett anders aus. Vielleicht eben, weil ich ja mit dieser anderen Fraktion da irgendwie verbündet bin und da die Quests ja noch nicht gemacht habe, da zeigt man dann so zusätzliches Zeug an. Ich werde das übrigens, das kann ich glaube ich da auch noch erwähnen, ich werde das glaube ich in dem Let's Play nicht mehr zeigen, weil ganz ehrlich, ich glaube es interessiert keine Sau mehr, wie diese Quests da ausgeschaut haben da von meiner Fraktion. Von daher, den kann man irgendwo anders. Nein, ich wäre jetzt schon mega gespannt gewesen, dass. Schon, ja, okay, ja, na, wenn's da was interessiert, das könnt ihr natürlich gerne in die Kommentare reinschreiben, wenn da jemand sagt, er würde gern sehen, wie der allein dann die Quests nachholt. Dann werde ich es gerne nachholen, aber sonst mach ist es von meiner Simon, Seite aus das. Nicht geplant. Go, go, go. Zeig's uns. Oh Gott, wieder dieser Giftboden des Todes. Der Obelisk haltet doch auch nicht was aus. Der Obelix. Ethereal Obelix. Der natzt mich fast. Das Riesententakelmonster da, oder was? Ja, genau. Das hat bei mir irgendwie keine Leben jetzt mehr gehabt. Ich hab's nicht verletzen können. Okay. Das wieder an der Fraktion.
dass du die magst, die Obelixe? Nein, normal nicht. Ich glaube, das sind, glaube ich, alles böse. Also, den mag, glaube ich, niemand. Das sind ja diese Obelix-Herrors. Jeder mag Asterix. Eben. Das wäre komplett merkwürdig sonst. Boah, wie fett da die Rage Hulk. Das ist mal ein geiler Name. Aber wie fett da die Gegner jetzt teilweise schon sind. Oh, ich merke gerade, mir gehen die Lebenstränke bald wieder aus. Ja, ich muss mittlerweile auch wieder viel heilen, ne? Morgen wir jetzt einmal in Mitte des Spiels, da ist es relativ gut gegangen, da habe ich jetzt wieder mehr gesammelt, als wir ausgeben. Ja, okay, genau. Da wird jetzt wieder so ein Chrotonic Rift geben, aber das ist auch genau dasselbe wie das letzte Mal, einfach nur ein riesig sinnloses Gebiet, wo man Erfahrung sammeln kann, aber das war's dann auch. Ist es das, was so quasi Zufall generiert war? Ja, also genau, wo man immer zufällig irgendwo gespawnt ist, ja genau. Okay. Mit so episch endlos vielen Gegnern und so weiter. Ja, okay. Wir können es gerne nochmal machen, aber... Also viele Bosse und Items. Es gibt da eigentlich nichts Besonderes drinnen. Na, dann brauchen wir es nicht unbedingt, oder? Na, ich hab gesagt, also ich jetzt auslassen. Schreibt sie die Kommentare, wenn sie trotzdem... Dann können wir es ja nur nachholen. Dann laufen wir nochmal zurück. Wo bist denn du? Bist du schon noch da? Na, du bist irgendwo komplett anders schon wieder. Du hast mich da zurückgelassen bei den Massengegnerorden. Ja eben, du mich auch. Ich vermisse dich nicht mehr gerade. Oh Gott, und wieder der abartige Schaden des Todes. Wenn man noch minimalst in diesem Giftgebiet steht. Dominator. Oha, ja, da ist ein Fetisch. Alles klar. Ja, auch Bösewichte haben mal ihre Perversionen. Hab mir übrigens eine neue Tastatur gekauft. Das wird alle Leute brennend interessieren. Was hast du für eine genommen? Eine Logitech 105. Das war relativ günstiger. Die hat, glaube ich, 50 Euro gekostet oder so. Für okay. Tastaturverhältnisse eigentlich normal. Oder ist okay. Es aber so eine Gamer-Tastatur mit Makro-Tasten oder was Normales? Ja, hat auch so Makro-Tasten, aber das war mir eigentlich gar nicht wichtig. Mir war wichtiger, dass die günstig ist und dass die vor allem leise ist. Also da gibt es ja von Razer gibt's so die übelst krassen Tastaturen, die so mega laut sind. Wo du draufklickst und ja, eben. Mega Klacke ertönt. Ich achte auch mittlerweile immer auf das. Also Tastatur muss für mich beim Tippen einfach leise sein. Die Makro-Tasten sind mir eigentlich wurscht. Also ich habe mittlerweile immer Tastatur mit Makro-Tasten, obwohl ich sie ehrlich gesagt nicht brauche. Ich habe die mal ganz am Anfang, wo die rauskommen sind, dann mal die extra gekauft, weil ich gedacht habe, die sind nützlich. Und die waren damals, wo ich noch Workshop 3 gemappt habe, da waren die wirklich nützlich. Da habe ich mir nämlich so Standardsachen einfach hinterlegt, dann habe ich leider die Taste drücken müssen und es hat halt 10 Dinge gleichzeitig gemacht, was sonst immer so mühsam war zum Eingeben. Oh Gott, bin wieder beim Sterben. Ich auch, und aber eben mit läuft man nach und ich habe keine Dings, ich muss mich schnell teleportieren. Aber eben mittlerweile scheiße auf den Makro-Tasten, ich nutze die auch nicht mehr, also ich habe da nichts belegt, braucht es auch nicht mehr. Nein, ich auch nicht. Aber die sind meistens schon so standardmäßig dabei bei der Tastatur, habe ich gesehen. Ich habe kaum welche gefunden, eigentlich ohne Makro-Tasten. Ja, gibt es gar nicht mehr. Nur diese billig Laptop-Sachen. Also ich glaube vor allem diese ganzen Gaming-Tastaturen, die haben das glaube ich alle dabei. Und ansonsten hat der Mediamarkt irgendwie nur so Laptop-Tastaturen gehabt, ohne Kabel. Und die finde ich dann auch ein bisschen blöd. Ja, kabelloses Zeug kaufe ich mir nie mehr. Da habe ich immer das Problem gehabt, dass am Wochenende die Batterie ausgeht. Und immer in den ungünstigsten Momenten, wo man es nicht haben will. Gerade am Zocken ist. Wie ist denn der scheiß Händler jetzt? Da. Na. Ach Gott. Was hast du als Zahl für die Tastatur? 50. 50? Okay, ja, das wird eh gut. Ist ein ganz guter Preis, glaube ich. Ist keine mechanische, weil die haben irgendwie um die 140 kostet und die gebe ich nicht aus für Tastatur dann nur. Das finde ich dann übertrieben. Ja. Wir haben in der Arbeit eine relativ coole zum eben so eigentlich mehr so ein Entwickler oder so Office-Tastatur, der ist wirklich nahezu lautlos. Aber die wollte ich mir für daheim im auch kaufen, weil die wirklich gemütlich ist. Aber das Problem ist... Bist du zurückgelaufen? Nein, nach oben. Aber das Problem ist, das ist keine... Also es ist eine Logitech-Maus. Und das ist aber keine Gamer-Tastatur.
Jetzt werden da gewisse Tastatur jetzt. Tastatur. Okay. Und da werden gewisse Hotkeys dann eben nicht unterstützt, oder Hotkeys sind es eh nicht. Aber wenn man da eben, ich glaube, Shift-Alt-W oder Steuerung-Shift-W oder sowas drückt, was man manchmal ja bei so Ego-Shooter-Spielen braucht, zum Springen, Ducken und vorwärts gehen oder sowas eben, das kann den nachher nicht. Also das ist dann geblockt, das funktioniert nicht. Von daher haben wir den nicht Kraft. Die habt ihr in der Arbeit oder wie? Ja genau, die haben wir in der Arbeit drin. Ja. Okay. Die Logitech Illuminate oder wie die heißt, meiner Meinung nach wirklich sehr geile Tastatur, weil die wirklich lautlos ist und sehr angenehm zum Tippen ist, aber eben unterstützt halt so gewisse Tastenkombinationen nicht. Und ich bin mir eben nicht sicher, bei welchen Spielen ich die Tastenkombination eventuell drücke, schon ich weiß es einfach leider nicht da. Von daher habe ich die jetzt nicht gekauft, weil nicht, dass ich bei irgendeinem Spiel nachher irgendwas unbelegen muss, weil sie Tastatur nicht unterstützt. Das wäre mir zu nervig. Finde ich aber ehrlich gesagt auch ziemlich eine Arschpartie von Logitech, dass sie das sagen, wenn wir diese Tastenkombinationen brauchen, dann soll man in diese Gaming-Tastaturen investieren. Finde ich ein bisschen frech. Wichtig war mir eigentlich nur, dass die eben leise ist und dass man die auch ganz gut also dass die irgendwie ergonomisch ist, oder wie man das sagt. Weil was ich nicht mag auch sind diese Laptop-Tasten, die so überhaupt keinen Druckpunkt haben. Die was so ganz leicht zum Drücken sind oder was? Ja genau. Ja, das mag ich auch nicht da. Wo man auch ziemlich leicht abkommt dann von der Taste und dann eben leicht schnell die daneben erwischt, wo die Tasten einfach so flach sind und überhaupt keinen Druckpunkt haben. Nein, das mag ich auch nicht. Da mag ich lieber die alten Tastaturen, wie man sie von früher eben auch kennt. Ja, genau. Bisschen leicht fester zum Drücken halt eben auch. Diese Logitech 105 da jetzt eben, die ist so eine. Man günstig ist, leise und hat gute Druckpunkte. Und ja, hat sogar Farbe, was mir eigentlich am Anfang überhaupt total wurscht war. Aber ich finde es mittlerweile gar nicht so schlecht, wenn jetzt das Zimmer ein bisschen dünkler ist und man dann vielleicht mal auf die Tastatur schaut und dann sieht, ah okay, da ist 1 bis 5 und so weiter. Weil normalerweise kann ich schon blinken, aber bei den Zahlen kann ich es nicht zum Beispiel oder bei den F-Tasten. Ja. Da muss ich immer drauf schauen, welche das ist. Und das ist dann ganz praktisch, wenn das ein bisschen leuchtet. Mir hat das am Anfang auch gut gefallen bei der allerersten Tastatur, die was ich gehabt habe, die was mit Hintergrundbeleuchtung halt eben war. Aber irgendwann ist es mir einfach auch wurscht, weil ganz ehrlich, man schaut dann irgendwann echt nie mehr drauf, ist einfach egal. Man hat die Augen eh meistens auf dem Monitor, wenn es dunkel ist. Nachher schalte ich mir das Licht ein, bin jetzt nicht so der Hardcore-Nerd, der was im dunklen Zimmer hockt und sich die Augen vernichtet. Ja, das mache ich eigentlich auch nicht, aber jetzt in dem Fall gerade, wo es jetzt dunkel geworden ist, schon langsam, merke ich gerade, ich sitze im Dunkeln, aber draußen ist ja noch so ein bisschen hell und die Tastatur ist trotzdem schön beleuchtet. Also, so, ist ganz nett und vor allem sind die Tasten beleuchtet und nicht der Hintergrund von den Tasten. Das finde ich ein bisschen angenehmer, wenn ich diese Tasten zwischenräume, sondern die Tasten an sich beleuchtet sind. Also so manche, okay, ja, also da kenne ich das eh nur mit der Tastenbeleuchtung selber. Ich glaube, da gibt es auch ganz billige, wo halt dann nur der Hintergrund beleuchtet ist. Das bringt dann eigentlich gar nichts, außer dass es optisch gut ausschaut. Das stimmt allerdings, ja. Na, aber da hat sich bei mir auch die Einstellung auch ziemlich gewandelt, muss ich sagen. Früher wollte ich halt eben auch immer bei die unbedingt Gaming-Tastaturen haben und dass also sie Beleuchtung und viele Makro-Tasten hin und her. Und mittlerweile ist eigentlich die Anforderung angenehmer Druckpunkt beim Schreiben und leise. Das wie war's. Man sich so verändert im Laufe der Zeit. Ob die Beleuchtung hat oder Makro-Tasten oder was weiß ich, was für merkwürdige Gaming-Features, ist mir einfach komplett egal. Und ich merke gerade, wir sind jetzt schon bei dieser Nekropole. Ein Wahnsinn. Bei den Gates of Necropolis. Aber was hat der gefrühstückt? Der ist ja ganz aggro drauf, der Boss. Hilfe! Vor allem ist der mega schnell, Simon. Boah, der Rage Hulk, ich mach an dem keinen Schaden. Wo denn? Ich lauf gerade weg von ihm. Der Festeris oder wie der heißt. Der Grüne. Der Bruiser. Schau mal, wie schnell der lauft. Der Kettle der Bruiser. Boah, was der Schaden macht. Irgendwie, was da alles Schaden macht. Oha, blauer Gegenstand. Ich kann mir gerade vor wie Diablo, wo da manche dieses Präfix gehabt haben, dass sie ultra schnell sind und dann halt super schnell hinter der her springen und gehen wollen.
Das gibt's da gar nicht in dem Spiel, gell? Also ich glaube, manche haben ja wirklich so Verzauberungen, aber man sieht gar nicht was. Ja, genau. Auch ein bisschen schade. Fand ich ganz schon cool, ja, wenn man dann sieht, okay, der ist Blitz absorbierend oder sowas, dass man sich da auf das einstellen kann. Aber die wieder mit ihren nicht sprechenden Namen, dass man wieder nicht weiß, was der jetzt genau macht. Ah, schaut gar nicht so schlecht aus. Magst du die haben? Der wird so zweimal nämlich auch die Trage gerade auch schon. Oh ja, gerne. Ich geb's dir einfach mal, oder? Das ist aber lieb. Handguard. Sehr Handguard. Schön. Handguard. Schön viel Verteidigung auch. Besser als meine 140er Lappen. Kriegst schon jetzt auch das High-End-Equipment noch am Ende vom Spiel. Dass nicht dauernd eingehst. Für den Endboss. Also Friedhof scheinbar. Gates of Necropolis. Da haben sie, glaube ich, bei der GameStar so betont oder das gezeigt gehabt, so eine Szene, wie da teilweise die Umgebung noch geil zerstört wird, wenn man gewisse Gegner zusammenhaut. Okay, okay, jetzt haben wir mal ein Rift Gate, haben wir schon da Rifty secured, und zwar Gates of Necropolis, das vorletzte, ja. Geil. Bin schon gehypt. Und ja, die Necropolis ist da halt irgendwie einfach so ein Riesenfriedhof. Ist doch neu, ja, dass ein Friedhof mal am Ende vom Spiel kommt. Normal fahren sie damit immer gleich am Anfang auf. Ja. Sei es jetzt Diablo 2 oder. Vor allem Titan bei Zombies, Quest. Da wird es sich eigentlich anbieten, bei den Zombie-Geschichten irgendwie. Ja. Also ich bin mir gar nicht sicher. Er wird sich aus dem Grab auferstehen, der Boss. Ich glaube, in dem Gebiet gibt es sogar noch einen Devotion-Schrein. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ja, da haben wir schon lange keine mehr gesehen. Oder der letzte, den wir gesehen haben, hat sich, glaube ich, nicht aktivieren lassen oder so. Ja, genau, das war so ein Ruin-Ding, wo man so ein Quest lösen hätten müssen. Ich glaube, mir bringt da auch nicht mehr viel. Also, ich kann sowieso nichts mehr anfangen. Und was abschließen tue ich, glaube ich, auch nicht mit dem. Ja, ich könnte auch nur noch einen Punkt, habe ich, glaube ich, noch. Das heißt, ich müsste jetzt was Neues anfangen mit dem Punkt. Und dann habe ich vielleicht noch, müsste ich was ganz Kleines skillen. Und noch fertig krieg. Hat man eigentlich die Punkte entlernen können von den Devotion-Punkten? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube nicht, gell? Die Frage. Doch, doch, ging. Ist es gegangen sogar, ja, okay. Habe ich immer gemacht, ganz am Anfang. Bei dem Entlernmeister, oder? Bei den ganz normalen. Genau. Das ist irgendwie auch witzig, der kommt meiner Meinung nach nie mehr vor. Den gibt's in Devil's Crossing, aber ansonsten gibt's den, glaube ich, nirgends mehr. Hätte ich ihn auch nicht entdeckt, aber ich meine, die eine Stadt, diese Homestead, ging mir sowieso auf die Eier. Ja, die unübersichtliche da, ja. Da weiß ich nicht, ob es da sowas gab. Vielleicht aber wäre er da gewesen, es kann sogar sein, aber. Icon nicht. Eben Fort Icon ist noch irgendwie wieder so ein Mini-Ding, relativ übersichtlich, da gibt es auch, glaube ich, alles Wichtige, bis halt ja, auf den Entlern-Typen. Da gibt es, glaube ich, meiner Meinung nach wirklich nur in Devil's Crossing, keine Ahnung warum. Mhm, kann gut sein. Bug. Ja. Den haben sie einfach vergessen. Oder es hat irgendeinen Grund. Oh, was der Gegner einfach Schaden austeilen, ist komplett übertrieben. So schnell kann ich die Heiltränke gar nicht nachwerfen. Ich kann nicht saufen. Aber ich saufe auch ordentlich, also ich muss jetzt dann auch bald nachkaufen. Bin glaube ich gestartet mit 50, jetzt habe ich nur 20. Boah, geile Eisexplosion, was war denn das jetzt? Was hast du noch für ein Level? Du hast schon 43, gell? Okay. Hab ich? Ja, du hast Level abgehabt. Ja, 43. Ist ja ganz gut. Also mein Singleplayer-Charakter, der hat 49, wobei ich da eben ein bisschen nachgelevelt habe. Ich glaube, beim Durchspielen war ich da auf 44. Wundert wow, mir jetzt ein bisschen, weil wir ja auf Veteran spielen. Da hatte ich mir jetzt eigentlich irgendwie erwartet, dass man ein höheres Level rausholt. Aber schaut jetzt irgendwie nicht so aus. Ja, vor allem dachte ich, dass man im Multiplayer, dass da die Gegner stärker sind und mehr Erfahrung geben. Ja, es ist in Diablo, also in Diablo 2 eigentlich so, wenn man da zu 8 im Multiplayer spielt, hat man ein höheres Level dann auch am Ende. Ja. Weil ja die Gegner auch schwieriger werden zum Töten und entsprechend eben auch mehr Boni geben. Oh Gott. Wie ging's dir da? Hast du Probleme gehabt zu meinem Überleben? Bist du viel verreckt? Nein, das verstehe ich nicht. Ja, oder? Also, wenn du es, jetzt eben, es ist einmal die Mitte vom Spiel, ja eben, so wenn ihr halt geschaut hast.
Genau, wenn ich unachtsam war, nachher bin ich halt gestorben. Aber sobald ich mich irgendwie konzentriert habe, war jetzt bei schwierigeren Bossen, das ist eigentlich gegangen. Aber es ist halt eben normal gewesen, von daher jetzt vielleicht nicht so schwierig. Na, dann guck an, was blau ist. Okay. Dutzende gelbe Items, die ich jetzt alle mitnehme. Ja, eben, ich finde auch unendlich. Achso. Also, ich habe genau dasselbe. Wie oft findet man denn das nur? Nein, ich habe mich verklickt. Hier war das blau. Boah, da hat man jetzt gesehen, wie diese Umgebung zusammenbricht. Boah, geil. Eine Medaille? Gar nicht so schlecht. Zwei zu Ulzu ins Ref und eins zu Overguard. Das ist nicht von mir was? Und Lightning Damage wäre eigentlich auch was für dich. Also, wenn du ganz lieb bist, dann darfst du es haben. Sag mal, lass mal zeigen, ist es was von hat mir? Hat nur keinen Erfahrungsboost. Kein Experience gained. Okay, na, das ist glaube ich gar nichts von mir. Nicht? Was ist das? Epic Metal, Final Lightning Damage und irgendwas? Und was hab ich da? Was ist denn die Marke? Ist es das da? Na. Das rechte, also neben die Schuhe. Na, das sind Metal. Ja, genau. Ah, das ist das. Genau. Aha, okay, na, da hätte ich ja einen ziemlichen Krampf. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Wobei, da verliere ich 4% Erfahrungsbonus. Ja, das ist dann nicht dabei. Scheiß auf das. Aber damit machst du nochmal epische Schaden fürs Finale. Required Player Level 43. Okay, kann ich noch nicht tragen, aber bald kann ich es tragen. Ja, cool, danke. Gerne. Kommen wir da jetzt weiter? Das ist, glaube ich, das Einzige, was ich noch nicht auf blau habe. Okay, und einen Ring, den habe ich noch auf grün. Sonst ist alles blau. Blauen Ring könnte ich da auch noch geben, aber der ist, glaube ich, den habe ich nicht verwendet, weil er Topfen ist. Ich glaube, der grüne Ring ist gar nicht so schlecht. Was habe ich denn da eigentlich? Okay, ist eigentlich schlecht. Also, da habe ich anscheinend noch keine bessere Alternative gefunden. Aber besser als nix. Weil wenn wir da für den letzten Dungeon eindecken, glaube ich, mit 100 Heil drin. War das so schwer? Nein, ich weiß nicht, aber ich verbrauche so viel. Pro Gegnerbatzen brauche ich so 3 bis 4 Tränke und irgendwie droppen die total selten. Aber wegen dem Items, das fand ich bei Titan Quest schon ein bisschen schade, dass teilweise die blauen Items, dass man sich denkt, die müssen ja jetzt ultra gut sein und dass man eigentlich dann nur grüne Items getragen hat, dass das die eigentlich die effektivsten waren. Dass sogar gelbe Items besser waren als blaue. Ja, das also hast du mir mal gezeigt, hab so am Ende vom Spiel nachher, gell? Das finde ich auch ein bisschen schade. Das dass dann eigentlich wirklich Gegner nicht auf die Farbe drauf ankommt und man sich denkt, boah, gelb-blaues Item, sondern nehmen das mal mit den gelben Items besser zurecht. Ja, das habe ich bei zum Diablo 2 zum Beispiel ein besseres System gefunden. Wenn man da was Goldenes gefunden hat, das war eigentlich meistens immer geil. Ja. Oder und die Set-Items, die sich genau, das hat eigentlich immer gepasst gehabt. Das Einzige, was da war, Sockel-Gegenstände waren halt extrem wichtig, weil man da als die Runenwelt halt noch reinhauen hat können, das war auch noch geil. Ah, das war so auch geil. Aber so gelb und grün war zwar in Ordnung, aber die goldenen waren halt schon immer die besseren Alternativen. Mhm. Cool habe ich dieses eine Set gefunden, ich weiß nicht mehr was es war, wo man dann quasi seine Gestalt auch verändert hat und dann glaube ich so. Wie war denn das? So quasi geschwebt ist, als wäre man so ein schwebender Nekromant oder so. Das war geil. Echt? Das hat's gegeben? Das weiß ich gar nicht mehr. Wo es genau, da hat schon was geben. Genau beim Barbaren, glaube ich, ja, da hat es irgendwas gegeben, hat das so extrem geil ausgeschaut gehabt und geleuchtet oder sowas. Ja, stimmt, da hat es eigene Sets gegeben, wo man so Spezialeffekte verpasst gekriegt hat. Ja. Mhm, das war dann auch cool. War eine coole Idee, ja. Da haben sie bei Sacred einmal so coole Gegenstände gehabt, da waren so. Ja, so Art Easter Egg Gegenstände waren es eigentlich, oder so Gimmick Gegenstände. Die hat man einfach im Inventar tragen können, waren halt so Trophäen und dann ist der Charakter mit so Spezialeffekten versehen worden. Eben zum Beispiel, dass man so eine Flammenspur nachzieht beim Rennen und so weiter. Da hat es aber coole Sachen gegeben. Sacred habe ich am Anfang ziemlich geil gefunden, wie
wie ich da diese, wie hat die geheißen? Diese, was sonst irgendwo gibt, Seraphim oder so? Ja, genau. Mit ihren Flammen, also, oder mit ihrer, wie heißen das? Flügel? Ja, die, genau. Die brennenden Flügel und so weiter. Das hat ziemlich geil ausgeschaut, finde ich. Na, war geil gemacht, ja. Gibt's, glaube ich, momentan sogar so ein Steam-Angebot von der Sacred Gold Edition, habe ich gesehen gehabt, um, ich glaube, 8 Euro oder sowas, also eh gar nichts. Wie waren die anderen Teile dann? Ich weiß gar nicht, ob ich den ersten durchgespielt habe oder ich mir nur am Anfang gedacht habe, ja, ganz nett, und dann irgendwann war es doch nur so casual 0815 Kost. Ja, nein, der zweite Teil, der war grafisch extrem geil gemacht. Ah, der dritte war ja dann der Scheiß. Aber Story war halt so, meh. Und ich war weiß nicht, der dritte, das, wo wir gelacht haben? Ja, genau, der dritte war ultra scheiße. War dann, glaube ich, auch nicht mehr von Ascaron von der Firma, sondern von einer anderen Firma. Und das war halt überhaupt nicht mehr sehgeschaut. Also ich habe den auch gar nicht gekauft und auch nicht gespielt gehabt, weil er einfach mal lächerlich scheiße war. Da haben uns, glaube ich, nur die Videos zugeschickt und haben uns abgehauen mit diesen. Ja, ich glaube, das ist auch GameStar Review war, die was das ordentlich verarscht gehabt haben. Von dem Mann, der immer irgendwelche frauenfeindlichen Witze geschossen hat. Ja, genau. Das ist geil. War einfach komplett gacke. Na, der zweite Teil, der war eben, wie gesagt, grafisch mäßig wirklich geil, aber leider halt sehr verbuggt. Das Spiel ist so oft abgestürzt und hat abartig Ressourcen gefressen, weil es einfach gacke programmiert war. Haben sie da irgendwann mal ein Update rausgebracht, dass es behebt? Ja, sie haben schon gepatcht gehabt, aber es war trotzdem nur sehr, sehr buganfällig. Und meiner Meinung nach war die Spielefeld viel zu groß. Da gibt es immer so eine Wüste, wo man durchgehen muss. Und das ist im Prinzip so groß wie die Sahara in der richtigen Welt 1:1. Also du rennst, glaube ich, 6 Stunden durch oder so, bis du das Gebiet einmal abgerannt hast. Und es ist einfach nur langweilig. Alle paar Meter finde ich einmal einen Käfer zum Töten. Das ist einfach, ja, was jetzt einfach nicht so geil gewesen. Okay. Eigentlich eine geile Idee, aber. Ja, ist dann blöd, wenn die Sahara halt dann überhaupt nicht gefüllt ist mit irgendwas und man nur durchläuft. Nein, eben, es war nicht spannend. Bald zu Ende. Es hat irgendwo war dann einmal eine Stadt wieder, wo man ein bisschen shoppen hat können und irgendwelche belanglosen Nebenquests annehmen hat können. Aber eben so richtig geil war es halt irgendwie nicht. Ich hab's trotzdem einmal durchgespielt, weil es eben irgendwie ganz nett war. Es war schon ein bisschen ein verbessertes Sacred, ein cooles System hat's gehabt. Man hat ja vom Sacred 1 System erkennt man das ja nur. Da hat man ja nicht so, wie es normal typisch ist, ein Level-Up und dann kann man irgendwelche Skillpunkte verteilen. Sondern beim Level-Up, da kann man nur so Attributspunkte verteilen und Fertigkeitspunkte. Keine Ahnung, dass man besser handeln kann oder bessere Waffenfertigkeit hat oder Naturmagie oder was auch immer. Und die Skills selber aber, die liest man mit diesen Runen ein, beziehungsweise wenn man Runen in Gegenstände reinsockelt. Und das war das System vom 1er, das hat mir sehr gut gefallen. Und stimmt, da war irgendwas. Und im 2er haben sie das ja nachher sogar noch verbessert gehabt, dass man eben diese Skillpoints dann alle heiligen Levels dann ausbauen hat können. Dass man statt, was weiß ich, am Anfang hat man so einen Feuerball und den hat man dann ausbauen können, dass man, was weiß ich, 3 Feuerbälle schießt oder dass der Feuerball einen größeren Explosionsradius hat. Oder dass ein Gegner entzündet, wenn er trifft und so weiter. Und nochmal da so ein bisschen entscheiden können und individualisieren können, wie man das, wie man spielen hat möchten. Das war ganz cool gemacht. Wollte ich gerade nicht unterbrechen, aber schau mal. Ja, ihr habt mir Sascha aufgefallen, ja, der Devotion-Schrein da links oben, ja, genau. Da freue ich mich ja schon drauf. Das wäre ein guter Part, um den Part zu beenden. Nach dem Devotion-Schrein? Ja. War sehr gut, ja. Ah, das ist ja eh schon. Und ich muss noch eh Heiltränke kaufen, ich hab keine mehr. Unterbrechen. Nein, passt schon, ich hab eh fertig geredet gehabt dann schon, ja. Also findest du das. Den 3. Okay, warte mal. Den müssen wir zerstören. Magst du das noch machen? Ja, oder natürlich. Musst du dir noch Items kaufen? Nein, 8 Heiltränke habe ich noch, das wird mal genügen, hoffe ich. Dann machen wir die Bugs dann noch fertig. Oh Gott, das wird nicht genügen. Udall Nadal. Das nimmt Nadal nirgends ab, Präsident. Ja, genau, Tennisspieler ist es. Okay, war jetzt irgendwie nicht so schwierig. Geil, was da alles droppt. Jetzt geben Items. Die können wir jetzt alle aufheben. Und verkraften. Und einen Devotion-Punkt haben wir noch bekommen. Sehr schön. Sehr geil. Und den werden wir nur verteilen, natürlich in diesem Part. Also, was würdest du sagen? Würdest du eher Sacred 1 oder Sacred 2 höher einstufen?
würde mich jetzt interessieren. Ich glaube, Sacred Ones ist leider mies gealtert. Das hat halt nur die alte 2D-Grafik und so weiter mit den Sprites, so aller Diablo 2. Und ich glaube, das ist halt heutzutage einfach nicht mehr modern oder wird niemand mehr spielen. Von daher würde ich schon eher den 2er empfehlen. Ich glaube, das spielt man eher als wie den 1er Teil. Okay. Den 3er Teil kann ich absolut nicht empfehlen. Ich glaube, der ist einfach nur ultra kacke, was ich da. Sogar, also wenn das sogar die Computerzeitschriften-Typen da verarschen, dann kann man sich da glaube ich nichts mehr allzu Großartiges erwarten. Ich glaube, da haben sie echt nur die Lizenz hergenommen und fertig. Weil die Lizenz halt noch einigermaßen wichtig ist oder nach was Gutem klingt. Sacred zu haben, ja, klingt schon mal nach wertvoller als irgendein 0815-Titel. Aber ja, in Wirklichkeit war er das eigentlich. Na eben, da haben sie halt eben aufgesprungen nur auf den Sacred Hype Train oder so. Das war halt echt schon eigentlich gefragt, meiner Meinung nach, bei den Spielern, weil es halt echt nicht mies war. Aber ja, es hat leider so ziemlich auf allen Ebenen versagt und ist gescheitert. Anders als wir, weil wir waren jetzt super erfolgreich, nicht wahr? Ja. Was für eine Überleitung zum Finale. Genial, du bist ja der Meister der Überleitung schon fast. Naja, na gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Genau. Wenn es dann wirklich ans heiße Finale geht, könnte schon durchaus sein, dass wir dann schon in der nächsten Aufnahmesession das Finale sehen. Ja, ich glaube, es dauert nur 2 bis 3 Parts, glaube ich, wenn wir schon nur brauchen. Vermutlich 2, glaube ich, ja. Also in der nächsten Session dann wahrscheinlich. Ja, da werden wir fertig werden, ja. Für euch wahrscheinlich komplett egal, aber ja. Nur das Randinfo. Na was, auch von mir, gell? Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal dann. Ciao, ciao. Bis dann, ciao.